seit Februar. Jetzt geht es dann auch richtig los mit der Übung, die jetzt natürlich
nicht in Echtzeit machen. Wir werden das jetzt etwas verlangsamt darstellen, dass Sie auch sehen können, was wir machen. Draußen an einer Einsatzstelle echt würde das viel, viel schneller gehen. Die Gruppe besteht aus 9 Personen, man nennt das 1-Strakt bei der Feuerwehr. Die 1 ist immer der Gruppenführer, das ist nochmal eine spezielle Ausbildung. Man da besteht immer halt ein bisschen die räumliche Seele an der Einsatzstelle noch vermittelt bekommt, gesetzliche Schulungen noch vermittelt bekommt. In diesem Auto ist leider kein Motor mehr drin. Wir sind dankbar für das Auto. Man würde jetzt irgendwie die Motorhaube öffnen, wenn es dann lang geht, und dort die Batterie abblenden, dass das Auto keinen Strom mehr hat. Weil bei neueren Fahrzeugen ist es halt die Problematik, dass sich durch die Grund der Technik noch einige andere Fahrzeuge wirklich entwickeln können, die zur Verschlechterung eines Zustands des Patienten führen können. Jetzt wird an den Seiten, wie Sie sehen, das Auto wird verbaut. Das ist dann der Hintergrund, dass es nicht mehr wegrutschen kann und fest steht. Da haben wir diese gelb-schwarzen Gerätschaften für. Ich kann es nicht mehr hochhalten. Genau, der Kollege hält es mal hoch. Die kann man da dann runterschieben und das Auto ist dann auch dann wie soll abgestürzt. Hier vorne sehen wir einen sogenannten Spreizer. Damit kann ich gleich das Auto quasi Teile zusammendrücken oder auch die Türe auseinander bespreizen. Vorne ist eine Spitze dran, die kann ich dann in den Türschlitz einführen und dort wird das dann auseinandergedrückt, dass irgendwann die Türe dort enthalten wird. Daneben hat der Kollege eine Schere gelegt. Das ist die Kindergarten, eine Bastelschere, nur für große Feuerleute, um Metall zu schneiden. Mit dieser Schere würde man jetzt gleich vom Auto vorne von der A- und B-Säule, die würde man durchtrennen und dann kann man das Dach nach hinten wegklappen. Und so hat man dann von oben eine Öffnung gemacht. Auf der Seite kommt gerade die Scheibe kaputt gemacht vom Auto, das ist auch ganz normal. Von dort kann man jetzt probieren, wenn die Türen nicht geöffnet werden können, schon mal in das Auto einzusteigen.